Als nächstes will ich was mit Ihnen auf Zeiger umarbeiten. Wir können es erstmal hinschreiben ohne Zeiger und dann nach und nach umstricken, dass es Zeiger werden. Angenommen, ich habe eine Zeichenkette. So eine Zeichenkette. Und ich möchte jetzt, dass Sie die umarbeiten, dass die in Großbuchstaben erscheint. Alle Kleinbuchstaben sollen Großbuchstaben werden. Umlaute ignorieren wir. Alle Kleinbuchstaben zu Großbuchstaben. Dafür gibt es auch Funktionen. Wir bauen mal aber eine selber. Schreiben Sie das mal hin. Das ist im ersten Anlauf höchstwahrscheinlich noch ohne Zeiger. Wir machen das dann mehr und mehr mit Zeigern. Erstmal ohne Zeiger im Zweifelsfall. Schreiben Sie mal eine Schleife, sodass alle Kleinbuchstaben in dieser Zeichenkette zu Großbuchstaben werden. Die Großbuchstaben sollen Großbuchstaben werden, Punkt und Zahlen, was auch immer, sollen auch Punkt und Zahlen bleiben. Nur die Kleinbuchstaben, die üblichen Kleinbuchstaben von A bis Z, die Umlaute ignorieren Sie, die üblichen Kleinbuchstaben von klein a bis klein z sollen groß a bis groß z werden. Und da sollte ein Semikolon hinter, jupp. So, offensichtlich eine Vorschleife. Die Frage kam, warum keine Wildschleife? Es geht auch mit einer Wildschleife. Der Ärger ist, mit einer Wildschleife müssen Sie die Laufvariable vorher anlegen. Das nervt mich an der Wildschleife. Sie wollen irgendeine Laufvariable haben in der Schleife, dann muss die vorher angelegt sein. Und das heißt, wenn sie vorher angelegt ist, dass sie auch nach der Schleife sichtbar ist. Die verschmutzt mir mein Programm sozusagen. Das mag ich nicht an der Stelle an der Wildschleife. Deshalb lieber eine Vorschleife, weil dieses int i hier in der Vorschleife verborgen bleibt. Die Abbruchbedingung, ich würde nicht einfach zählen. Nebenbei, die Leerzeichen sind natürlich auch Zeichen. Es gibt ja einen Zeichencode für das Leerzeichen. Auch das Leerzeichen ist ein Zeichen, als ob es ein Buchstabe wäre. Ich würde jetzt hier nicht abzählen, sondern auf die 0 am Ende achten. Also so lange, wie das aktuelle Zeichen nicht die 0 ist, gehen wir da durch. Was ist ein Kleinbuchstabe in dieser einfachen Variante? Ein Kleinbuchstabe ist ein Buchstabe zwischen kleinen a und dem kleinen z. Also ist der aktuelle Buchstabe größer gleich dem kleinen a. Die Nummer des aktuellen Buchstaben ist die größer gleich dem kleinen a. Und ist sie kleiner gleich der Nummer des kleinen z. So, jetzt weiß ich, es ist ein Kleinbuchstabe. Vielleicht sollte man das sogar dahinter schreiben, weil das vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist. Für den Profi schon, aber vielleicht ist es nicht so offensichtlich, dann ist keine schlechte Idee, das dann hinter das if zu schreiben als Kommentar. Kleinbuchstabe. Wenn es ein Kleinbuchstabe ist, möchte ich den zu einem Großbuchstaben machen. Und der Trick war, haben Sie dann teilweise gesehen, ich addiere zu dem Buchstaben die Nummer des großen a und subtrahiere die Nummer des kleinen a. Wir können einen Test machen, was ist, wenn ich das kleine a habe, wenn das kleine a ist. Ich subtrahiere das kleine a, dann habe ich 0 und ich addiere das große a, dann habe ich das große a. Und die übrigen Buchstaben sind ja netterweise auch immer in diesem selben Abstand, wird dann auch funktionieren. So hätten wir das direkt hingeschrieben, ohne Zeiger. Oh, ich sollte hier mal ein bisschen dichter machen, Memory brauchen wir nicht mehr, so. Ich führe es jetzt mal direkt aus bis zu dem Return. Okay, sieht so aus. Dies ist, steht da schon in Großbuchstaben, dies ist ein Test. Der Punkt hat überlebt, die Leerzeichen haben überlebt. Das sieht schon mal plausibel aus. So, der nächste Schritt. Es sollte eigentlich was mit Zeigern sein. Sie sehen, hier ist von Zeigern noch nicht die Rede. Es sollte eigentlich was mit Zeigern sein. Der nächste Schritt, bauen Sie das jetzt mal um, sodass Sie nicht die Laufvariable i haben, sondern dass Sie einen Zeiger speichern. Ein Zeiger auf den Buchstaben d, ein Zeiger auf den Buchstaben i und so weiter. Sie gehen das mit einem Zeiger durch. Der fängt an bei dem d und endet bei der 0, die ja nicht da hinten geschrieben ist. Alles mit einem Zeiger formulieren. Und wenn Sie das schon haben, probieren Sie eine neue Zeichenkette anzulegen.
die genauso lang ist wie diese hier, aber wir wissen vorher nicht, wie lang sie ist, Memory Allocate, eine neue Zeichenkette anzulegen und diese neue Zeichenkette zu füllen, dass die alte Zeichenkette bestehen bleibt, wenn Sie das mit den Zeigern schon haben. Aber vorher schreiben Sie mal diese Vorschleife um auf Zeiger. Sie sehen, das sieht dann teilweise vielleicht sogar eleganter aus. Es ist schwieriger zu verstehen, es sieht ein bisschen eleganter aus. Wenn man komplizierte Sachen macht, ist es dann vielleicht sogar effizienter. Probieren Sie es mal hinzukriegen, den auf Zeiger umzuschreiben. Ich führe das mal vor. Das ist schon eine Nummer heftiger. Ich kann Sie trösten, das ist das Schlimmste an C, was dieses Semester drankommt. Das ist auch alles, was man dann in C hat. Effektiv habe ich Ihnen, glaube ich, 80% der Sprache C gezeigt, vielleicht sogar 90%. Die Zeiger sind das Schlimmste. Diese Schleife jetzt mal umgestrickt auf Zeiger. Der Gedanke ist, einen Zeiger zu haben statt dieser Laufvariable. Ein Zeiger, der erst auf das D zeigt und dann auf das I und so weiter. Ein Zeiger, der durchwandert. Ich brauche also erstmal eine Zeigervariable, keine Laufvariable mit einer ganzen Zahl, sondern eine Zeigervariable. Hier sagen Sie eine Variable namens I und sie soll eine ganze Zahl sein und auf 0 gesetzt werden. Jetzt brauche ich einen Zeiger auf Buchstaben natürlich, keinen Zeiger auf ganze Zahlen, einen Zeiger auf Buchstaben. Ich nenne ihn P und setze ihn auf den Anfang der Zeichenkette, nicht auf 0, sondern auf den Anfang der Zeichenkette. S, der Name der Zeichenkette, ist ja gleichzeitig die Adresse von dem allerersten Zeichen. Das ist jetzt die Initialisierung. Baue eine Zeigervariable, Sternchen, eine Zeigervariable für Zeichen, ein Zeiger, der auf Zeichen zeigt, der die Adresse von Zeichen speichert und deshalb auch in Byte-Schritten weitergeht, nicht in 2-Byte-Schritten. Und schreibe am Anfang rein, was die Anfangsadresse unserer Zeichenkette ist. Wow. So, jetzt brauche ich hier nicht mehr S von I, das mache ich mit dem Zeiger. Ich gehe so lange weiter, wie der Inhalt von dieser Adresse ungleich 0 ist. P zeigt auf den so und so vielten Buchstaben und Sternchen P ist der so und so vielte Buchstabe, der Inhalt, das Ding, was an der Stelle steht. Und das Voranschreiten mit plus plus, den Zeiger 1 weiterstellen, so sähe das aus. Es ist haarsträubend, man muss sich daran gewöhnen. Wenn Sie das diese Wochen zum ersten Mal sehen, weiß ich, dass das schwierig ist. Es ist eigentlich banal, aber man muss sich erst mal daran gewöhnen, an diese ganzen komischen Schreibweisen auch. Wo kommen jetzt Sternchen hin, wo kommt jetzt Kaufmanns und hin? Also nun habe ich einen Zeiger, der auf die einzelnen Buchstaben zeigt, von vorne bis hinten, geht er jeden einzelnen Buchstaben durch. Und hier will ich jetzt gucken, ob der Buchstabe, der an der Stelle steht, P ist der Zeiger auf den Buchstaben, Sternchen P ist das, was drinnen steht, ob der Buchstabe zwischen A und Z kleingeschrieben liegt. Und wenn der Buchstabe zwischen A und Z kleingeschrieben liegt, möchte ich groß A addieren und klein a abziehen. So sähe das jetzt mit Zeiger aus. Mal sehen, ob ich auch keinen Unsinn erzählt habe. Das sieht gut aus, als ob es funktioniert hätte. Warum reicht hier klein a abziehen, groß a addieren? Weil es für jeden Buchstaben derselbe Abstand ist. Wenn Sie groß b minus klein b nehmen, haben Sie denselben Abstand in der Tabelle wie groß a und klein a oder groß z und klein z. Alle Buchstaben, klein wie groß, haben immer denselben Abstand. Deshalb reicht es, wenn ich den Abstand hier ein für alle Male berechne, nur für das a. Inwiefern ist das besser als die Lösung mit der Zählvariablen? Sehr gute Frage. In gewisser Weise kann es schneller sein. Dieser Zugriff hier ist im Zweifelsfall langsamer. Er muss von dem Array den ithen Eintrag bestimmen. Was er macht, ist, er nimmt die Anfangsadresse von dem Array und addiert dann i mal 2 drauf. Das passiert hier im Hintergrund. Und was hier passiert ist, er hat die Adresse schon, er muss sie gar nicht ausrechnen, er guckt nur noch nach. Rein theoretisch ist das hier schneller. Bei dieser Funktion ist uns das ziemlich egal, ob das schneller ist oder nicht. Wenn Sie Milliarden an Dreiecken pro Sekunde durchnudeln wollen, dann wird das allmählich spannend, solche Unterschiede zu beachten. Also es ist theoretisch ein Hauch schneller.
Ich muss gestehen, das ist nicht der übliche Grund, wofür man Zeiger braucht. Da will ich nämlich jetzt drauf hinaus. Der übliche Grund, wofür man Zeiger braucht in C und C++, ist die Speicherverwaltung. Das hier kann man mit Zeigern machen. Nett, dass man es mit Zeigern machen kann. Und es wird im Zweifelsfall schneller, wenn es nun wirklich darauf ankäme, dass es schnell ist, hier nicht. Der eigentliche Grund ist ein anderer. Der eigentliche Grund ist, dass ich Speicherverwaltung betreiben muss und dass mir die Speicherverwaltung Zeiger reicht und nichts anders. Das ist dann ja auch die ideale Überleitung. Ich nehme den hier mal wieder weg, weil es dann mir ein bisschen zu viel Zeigerei wird. Wo sind wir denn hier? Moment. Ich nehme die Zeigervariante mal wieder weg und nehme nur mal die Originalvariante wieder rein. Was ich nun hätte, und das ist jetzt der wahre Grund, weshalb man die Zeigerei so häufig braucht in C und C++, ist Speicherverwaltung. Ich hätte gerne in eine neue Zeichenkette diese Zeichenkette aber in Großbuchstaben. Man muss jetzt eine neue Zeichenkette im Fluge anlegen. Platz reservieren für eine neue Zeichenkette. Kramen Sie mal zusammen, was Sie wissen über die Funktion Memory Allocate. Die muss jetzt vorkommen. Ich reserviere Speicher. Ich sage das System, gib mir mal so und so viel Bytes an Speicher. Und dann gibt Ihnen das System einen Zeiger auf den frischen Speicher. Ich brauche frischen Speicher, das ist das Erste. Ich will nicht in dieselbe Zeichenkette reinschreiben, ich brauche eine neue Zeichenkette. Und wenn ich so tue, als ob ich nicht wüsste, was da drinnen steht, zum Beispiel könnte das die Eingabe eines Benutzers sein oder es könnte die Eingabe sein, die aus einer Datei gelesen wird. Wenn ich nicht weiß, was da drinnen steht, weiß ich nicht, wie viel Platz ich brauche für die neue Zeichenkette. Und die Lösung, die man in klassischen C hat und die man in C++ hat, ist, man reserviert Speicher. Dafür gibt es diese Funktion Memory Allocate. Sie sagen dem System, ach, gib mir doch mal 42 Bytes. Ein Zeiger auf 42 Bytes. Upsala, tscha, Sternchen, ach, nenne ich jetzt mal R, sowas. Damit sagen Sie, 42 Bytes reservieren. Und dann kommt ein Zeiger zurück auf das vorderste von den Bytes und das speichere ich mir hier in dieser Variablen namens R. Memory Allocate. Speicher allozieren, Speicher reservieren, sagt man, glaube ich, eher im Deutschen. Memory Allocate ist natürlich eine Funktion. Wir brauchen eine Deklaration dafür und die steht in Standardlib, include. Und Standardlib gehört zum System, spitze Klammern, stdlib.h. So. Ich will aber nicht 42 Bytes reservieren. Ich möchte so viel Bytes reservieren, wie diese Zeichenkette lang ist. Plus 1. So. Wie viel Bytes diese Zeichenkette lang ist, plus 1. Wie kriegen Sie das hin? Wie viele Bytes ist diese Zeichenkette lang? String Length, ja. STRLEN. Die Länge dieser Zeichenkette, und dafür brauchen wir hier nicht nur Standardlib, sondern auch noch String H. Upsala, String.h, da war die Stringlength drin. Die Stringlength gibt Ihnen die Zahl der echten Zeichen, natürlich mit Leerzeichen, aber die Zahl der Zeichen, aber nicht die 0 am Ende. Deshalb hier plus 1, damit ich Platz habe für die 0. Jetzt habe ich so viel Speicherplatz reserviert vom System, wie diese Zeichenkette braucht oder dann auch die Zeichenkette mit Großbuchstaben. Es kann passieren, dass das System sagt, Pech gehabt, ich habe nicht so viel Platz, dann kommt hier ein Nullzeiger zurück. Das müsste man jetzt eigentlich abfragen. Zeigt dieser Zeiger hier auf Null. Null ist in C und C++ eine verbotene Adresse. Wenn immer Sie was versuchen zu schreiben oder zu lesen von der Adresse Null, endet das Programm. Mit Null würde mir das System sagen, wenn es keinen Platz gefunden hat, dann würde es hier Null zurückliefern als Adresse. Das ignoriere ich jetzt mal, ist eigentlich böse, aber wir haben nur noch 4 Minuten, das ignoriere ich jetzt mal. Ich tue mal so, als ob das immer funktionieren würde. Oder schreibe ich das zumindest dazu? Das müsste man jetzt hier tun, ist nach.
Test, ob 0, der Null-Zeiger, Null-Pointer, der Zeiger auf die Adresse 0, der fehlt noch. Ich schreibe mal davor, to do. Hauptsache, in Ihrem ausgelieferten Programm steht das nicht auch noch drin. Das muss dann verschwunden sein. Damit habe ich jetzt genug Speicherplatz und jetzt würde ich sagen, okay, ich gehe die alte Zeichenkette durch, S war das. Ich gucke nach, ob in der alten Zeichenkette ein Kleinbuchstabe steht. Jetzt muss hier aber noch was anders passieren. Was müssen Sie hier jetzt tatsächlich tun? Ich muss ja in S auch, aus S lesen ist okay, aber ich muss jetzt in R reinschreiben. Was muss hier jetzt stattfinden? Ich zeige erstmal, was im Regelfall passiert mit dem Else. Wenn es kein Kleinbuchstabe ist, wenn es ein normaler Buchstabe, ein Großbuchstabe ist, wenn es ein Satzzeichen ist, irgendwas anders. Also, kein Kleinbuchstabe. Wenn es kein Kleinbuchstabe ist, möchte ich ja einfach kopieren. Ich möchte das aktuelle Zeichen aus der alten Zeichenkette nehmen und kopieren in die neue. R ist ein Zeiger auf einen Buchstaben. Auf den ersten Buchstaben in der neuen Zeichenkette. Jetzt kommt das Überraschende. R ist ein Zeiger. Sie können einen Zeiger in C ja so behandeln, als ob es der Name eines Arrays wäre. Es reicht das. Sie könnten auch schreiben, Sternchen R plus I. Gehe I Schritte weiter von dem Zeiger und dann gib mir die Speicherstelle, den Inhalt. Lass mich mit dem Inhalt der Speicherstelle reden. Das wäre eine Alternative, aber typischerweise wird man einfach schreiben R von I. Der Zeiger fungiert wie ein Name eines Arrays. Hier ist es der Name eines Arrays und hier ist es ein Zeiger und an der Stelle sehen Sie gar nicht mehr den Unterschied. So schreibe ich den da rein. Jetzt muss ich hier oben natürlich auch noch das Richtige machen. Sie sehen, wenn es ein Kleinbuchstabe ist, was schreibe ich rein? Dann schreibe ich rein, was vorher drin gestanden hat. Plus A, plus Groß A, minus Klein A. Eine Geschichte fehlt jetzt noch. Genau, der Zeichenkette fehlt noch eine 0 am Ende. Und jetzt ist der Punkt, glaube ich, an dem ich sagen würde, okay, wir machen doch die Wahlschleife. Weil Sie sehen, die Vorschleife endet hier, wenn wir da die 0 erreicht haben. Und ich kriege das I nicht mehr. Wenn ich das mit einer Wahlschleife mache und ich nehme das hier nach vorne, dann kriege ich nochmal den Wert. Solange wie der aktuelle nicht 0 ist, mache ich hier die Wahlschleife, gehe dann einen Schritt weiter. So sieht das dann aus. Die Vorschleife umformuliert in eine Wahlschleife. Nur der Witz ist, jetzt, wenn ich durch die Wahlschleife durch bin, was ich eben gesagt habe, das I verschmutzt mein Programm hier sozusagen, aber jetzt will ich genau den Effekt haben. Wenn ich durch die Wahlschleife durch bin, weiß ich, dass ich auf der 0 stehe. Das wäre nämlich die Abbruchbedingung. Und dann kann ich nämlich jetzt sagen, okay, was an der Stelle steht, setze doch auf 0. So was kann ich dann jetzt bauen. Das ist alles nicht 100% sicher. Wenn Sie irgendwelche Sachen auf Webservern programmieren, bitte nicht so haarsträubend. Das hier funktioniert, wenn kein Böswilliger dazwischen funkt. Mal sehen. Ich hoffe, es funktioniert, wenn kein Böswilliger dazwischen funkt. Ich setze hier mal den Cursor hinten hin und lasse es laufen. Unglaublich, und die Zeichenkette endet. Achso, nein, R muss ich aufklappen, das wäre noch schön gewesen. Ah, okay. Jetzt ist das Entwicklungssystem so dumm, dass es nicht weiß, wie lang R ist. Er sieht nur, R ist ein Zeiger, aber er weiß nicht, wie lang die Geschichte wird. Deshalb muss ich jetzt doch wieder mir den Speicherauszug hier angucken. Wir sind bei 208. Na, wo ist 208? Okay, Sie können es hier mitlesen. Netterweise, Sie sehen, wenn man so einen Speicherauszug hat, wird dann typischerweise immer auch daneben geschrieben, was das in Buchstaben ist. Das ist jetzt meine neue Zeichenkette. Dies ist ein Test. D-I-E-S, Leerzeichen, 2-0. I-S-T, Leerzeichen. E-I-N, Leerzeichen. T-E-S-T. Ups,
Ach, das ist der Satzpunkt. Jetzt ist es doch richtig. Das ist der Satzpunkt. Das wird hier nicht klar. 2e ist der Punkt vom Satz und dann kommt die abschließende 0. Wir haben wirklich eine 0 reingeschrieben. Hier haben wir jetzt so und so viel Zeichen reserviert. Nämlich so viel, wie die alte Zeichenkette an Zeichen hatte und eines mehr, weil ja hier hinten noch immer eine 0 dran steht. C-Zeichenketten, 0 terminierte Zeichenketten. Hier habe ich die Zeichenkette, hier Platz für die Zeichenkette geschaffen. Neuen Platz für die Zeichenkette geschaffen. Fülle die. Was fehlt jetzt eigentlich noch am Ende, wenn man es ganz korrekt machen will? Hier fehlt das, was man gerne mal vergisst. Und dann hat man dann das Problem, dass dann ganz viel Speicher reserviert ist, den man gar nicht mehr braucht. Free, also wenn Sie sagen mAlloc, sollten Sie auch irgendwo sagen free. In dieser Form, das sollte da hinten noch hinterstehen. Wenn ich den Speicher wirklich brauche, bis das Programm fertig ist, dann muss ich es eigentlich nicht sagen. Insofern ist es ein bisschen korinthenmäßig, wenn ich es hier jetzt dazu schreibe, wenn das Programm hier beendet ist, das ist ja Return aus der Main-Funktion, wenn das Programm da beendet ist, wird es sowieso aufgeräumt. Deshalb ist es eigentlich da jetzt nicht nötig, aber stellen Sie sich vor, jemand hätte das nicht da drin, das Free, und würde jetzt hier noch ein paar andere Sachen machen und hätte dann das Problem, dass dieser Speicherplatz eben immer noch vergeben wäre. Deshalb würde ich sicherheitshalber immer dazu schreiben, dann wissen alle, dass an der Stelle wirklich noch was freigegeben werden muss. Dieses Freigeben ist ein Drama in C und C++. Wenn Sie vergessen, es freizugeben, heißt das, dass Sie weniger Speicherplatz zur Verfügung haben für andere Sachen. Wenn Sie es freigeben und danach darauf zugreifen, dann passiert im Zweifelsfall größerer Blödsinn. Eine Art, wie man sich so ein bisschen absichern kann, ist, dass man sagt, okay, wir setzen jetzt diesen Zeiger auf 0. Dann kann ich nicht mehr darauf zugreifen. Wenn ich jetzt was probiere, von wegen Sternchen R oder von wegen R von 0, dann heißt das für C, das ist illegal. Wobei jetzt auf diesem Embedded Controller müsste man gucken, was dann wirklich passiert auf dem großen System, wenn Sie das dann probieren mit einem Nullzeiger. Gibt es was auf die Finger und das Programm endet zwangsweise. Also die beiden kommen paarweise immer. Memory Allocate, mAlloc. Und wenn ich den Speicher nicht mehr brauche, free. Aber ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Das sind ganz übliche Problemstellen an C-Programmen und C++-Programmen. In C++ gibt es historischerseits auch Memory Allocate und Free. Man wird es nicht benutzen. In C++ würde man schreiben, char Sternchen R ist gleich nu char eckige Klammern und was da hinten drinnen steht. Also in C++ kriegen Sie tatsächlich den Speicher schon reserviert für einen bestimmten Typ. Sie sehen, in C geben Sie nicht den Typ an. Ich sage, wie viele Bytes ich haben will. Dieser Typ hat jetzt ein Byte. Das ist ja so definiert. Char hat ein Byte. Bei Int muss ich aufpassen, dass ich eben doppelt so viele reserviere, doppelt so viele Bytes auf dieser Maschine, doppelt so viele Bytes, wie ich Int unterbringen will. In C++ sagen Sie direkt, welchen Typ Sie haben wollen. Das ist dann so geschrieben wie ein Array an der Stelle mit einem nu davor. Und statt free sagen Sie in C++ delete eckige Klammern R. Wenn Sie es oben mit eckigen Klammern reserviert haben, in C++ müssen Sie dann hier delete eckige Klammern R sagen, um so ein Array wieder freizugeben. Die Bedeutung ist weitgehend dieselbe. Man könnte in C++ auch free und memory allocate verwenden. Sieht etwas historisch aus, passt auch zu dem Rest von C++ nicht dazu.